So, als nächstes habe ich da ein ganz spezielles Thema und da muss ich jetzt gerade an dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Andi rausgehen lassen, weil der hat mir hier etwas zukommen lassen, was ich jetzt die nächste Zeit, denke ich, doch auch häufiger mal wieder brauchen werde. Die Rede ist hier von solchen, ja, wie will man es nennen, von solchen Kabelklemmen hier. Also die kann man jetzt bequem, naja, an die Wand schrauben, dazwischen das Kabel machen und dann diesen Halter oben drauf setzen, so dass das Kabel hier fixiert wird. Und ja, davon hat er mir halt wirklich eine ganze, ganze Menge überlassen. Also nochmal riesengroßes Dankeschön an den Andi dafür. Und da gibt es auch diese diversen unterschiedlichen, auch diese etwas kleineren hier, die, glaube ich, auch jeder kennt, die man so an die Wand nageln kann, dass das Kabel gehalten wird. Und davon habe ich hier eine geringe Menge. Mit sämtlichen Zubehör, also hier bleiben wirklich keine Wünsche oder Träume mehr offen. Und was jetzt aber gerade vielmehr das Thema ist, jetzt nicht nur, dass ich das jetzt gerade von dem Andi bekommen habe, vielmehr, das habt ihr ja auch schon in den Stöpselposttests, was ist jetzt nun der Plural von Stöpselpost, die Stöpselposten? In denen habt ihr das ja auch häufiger mal angemerkt, dass ich mich doch da immer so viel bedanke und dass ihr das so toll findet, dass ich das auch wertschätze. Und ich glaube auch, das ist nur der einzige Grund, warum es die Stöpselpost gibt. Nur dafür ist sie eigentlich auch konzipiert, dass ich da auch an dieser Stelle Dankeschön sage, dass auch in dem Maße würdige, dass ihr mir habt was zukommen lassen. Und so kann ich denjenigen nochmal persönlich danken. Jetzt nicht nur, dass ich jetzt irgendwie in dem Video das einsetze, was mir derjenige hat zukommen lassen. Weil so tue ich ja auch natürlich das Ganze auch so ein bisschen, ja, schon ein bisschen präzisieren. Weil so packe ich das jetzt nicht nur aus. So kann ich jetzt immer demjenigen speziell danken. Wenn ich das jetzt in ein Video einbauen würde, ah ja, hier habe ich eine Schraubzwinge von XY, der sie mir hat zukommen lassen. Weil es ist da natürlich auch die Gefahr groß, dass man da irgendwie wie den Namen vergisst, was mir definitiv häufiger vorkommen passieren würde. Nee, was mir definitiv häufiger passieren würde. Nur dafür ist ja eigentlich auch die Stöpselpost gedacht, dass ich das Paket dort auspacke, zeige, was drin ist, dass ich mich bei demjenigen dafür bedanke und dass ich eventuell auch noch einfließen lasse, wofür ich das brauche, was ich damit machen werde. Ich glaube, bei einer Schraubzwinge liegt das mehr oder weniger auf der Hand, aber bei so anderen Objekten, die da ja schon angekommen sind, ist es da jetzt, glaube ich, auch schon sinnvoll, da zu erwähnen, für welches Projekt das gedacht ist, was ich damit vorhabe, etc. Und ich glaube, das ist doch so ein wunderbares Geben und Nehmen, dass ihr euch auch dann in dieser Art und Weise bei Stöpselkopf verewigen könnt, zum Beispiel jetzt gerade mit dem Projekt der Schraubzwingen. Also ich denke, das ist doch ein wunderschönes Ding und ihr merkt das auch immer wieder positiv an, dass ihr euch darüber freut, dass ich das mache und ich glaube, die ganze Arbeit, die ich mir dann um die Stöpselpost drumherum mache, ist dann, glaube ich, das Ganze auch wert. So, jetzt muss ich aber auch erstmal schauen, wo ich das ganze Zeug hier unterbringe. Auch wenn ich das Ganze jetzt erstmal echt noch in irgendwie in einem Wasserbad setzen muss, oder mache ich das lieber erst, wenn ich es brauche? Na, mal sehen.